Also eigentlich ist er noch wie ein kleines Kind. Er lässt sich sehr viel ablenken, oft sehr unkonzentriert noch, hat am Ende aber ein sehr, sehr großes Herz. Kupfer erschreckt sich eigentlich am Sprung vor nichts. Wie man bei uns immer sagt, ist überhaupt nicht guckig und dementsprechend eine richtig gute Einstellung für den Sport. Kupfer ist ein Hengst mit wirklich Charakter, aber es ist eigentlich ein ganz liebevoller Kerl ansonsten und auch ein kuscheliger Typ. Und eigentlich schon ein Goldstück, aber manchmal ist er schon ziemlich, dass er weiß, was er möchte. Er war ja von Anfang an wirklich sehr hübsch, war wirklich eine Augenweide von Anfang an und auch schon immer so ein kleiner Frechdachs mit Schelm im Auge. Klar ist man natürlich dann ganz stolz. Ich hatte damals Casal ausgewählt, weil er einfach als Vererber in Holstein, wo meine Zuchtstuten stehen, natürlich auch der Hengst ist. Natürlich nimmt man den dann auch. Hatte immer die Hoffnung, dass das was Besseres wird. Ist natürlich dann immer schön, wenn die Bestätigung kommt, wer das dann auch macht. Aber ja, bin sehr stolz. Markus ist ein Weltklasse-Reiter, aber ihn unterscheidet dann noch von anderen, dass ihm mit so einer Leichtigkeit ein Pferd, dass die Zusammengehörigkeit zwischen Reiter und Pferd so tief ist, das ist schon einzigartig. Kupfer ist der erste Casal, den ich jetzt selber reite. Casal selber, also ein Wahnsinnspferd, wenn er das mal hinkriegen würde, dann wären wir schon ganz stolz auf ihn. Aber ich glaube, dass sie beide total grundverschieden sind, nicht nur von der Farbe her, aber Casal war in seinen jungen Jahren sehr schüchtern in allem und das ist er gar nicht. Also der springt ins Feuer, wenn es sein muss. Auch von seinem ganzen Go her ist er eher einer, der mal abhaut im Parcours, anstatt zu langsam läuft oder eher klemmiger wird, sag ich mal. Einen Erfolg zu feiern bei einem großen Turnier ist immer toll. Die Bestätigung, dass ein Pferd dann die Leistung gebracht hat und den Sieg dann davonträgt und besser ist als alle anderen, das macht unheimlich Spaß. Aber eine Youngster Tour dann zu gewinnen, sowas wie die Fundistour jetzt letztes Jahr bei Kupfer siebenjährig, diese Beständigkeit ist dann noch eine größere Auszeichnung. Das finde ich mal eine sehr schöne Leistung und eine Auszeichnung für ein gutes Jahr. Das ist sehr viel wert. Diese Serien für junge Pferde sind immens wichtig für uns. Gerade so Turniere wie in Leipzig in der Halle mit viel Atmosphäre oder Hamburg draußen mit sehr viel Atmosphäre und großem Rasenplatz. Diese Erfahrung kann man zu Hause einfach überhaupt nicht trainieren. Und wir haben das Problem über die Jahre, dass wir immer weniger Prüfungen haben. Es wird viel gestrichen für U25 oder für andere Prüfungen, die da neu hinzugekommen sind. Und das macht das Leben für uns immer, immer schwieriger, auch jüngere Pferde oder auch genügend Pferde aufs Turnier zu bringen, um genug Prüfungen auch zu haben. Und wenn Fundis dann solche Serien übernimmt, ist es für uns schon sehr, sehr wichtig und gibt uns auch Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren auch diese Prüfungen nach wie vor nutzen können. Zwar ist er jetzt schon 8, aber er wird erstmal in diesem Jahr in den Youngster-Prüfungen oder auch auf, ich sag mal, mit der 40, 45er Level international seine Turniere bekommen. Ich aber auch nicht unbedingt der Reiter bin, der zu viel Turniere reitet, weil er auch am Sprung nicht guckig ist oder auf diesem Wege noch was auf dem Turnier lernen muss. Also wir haben auch noch viel Arbeit zu Hause mit ihm zu tun.